Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute einen Vlog starten. Ich nehme euch mal mit über den Tag. Ich fahre jetzt in die alte Wohnung. Ich habe gleich eine Online-Vorlesung und wir haben in der neuen Wohnung noch kein Internet, aber in der alten Wohnung noch. Und das, also bis jetzt habe ich das dann über Tims Internet, also sein mobiles Internet geguckt. Er hat wesentlich mehr Datenvolumen als ich. Aber Tim ist gerade nicht da, deswegen geht das jetzt nicht. Aber da kann ich die Gelegenheit gleich mal nutzen und die alte Wohnung einmal durchsaugen. Am Wochenende übernachte da nämlich jemand, weil wir jetzt eine Wohnung frei haben sozusagen. Und da wollte ich dann mal ein bisschen Staub saugen und nochmal gucken, ob da noch irgendwelche Müll rumliegt und so weiter. Und außerdem haben wir das Arbeitszimmer beim Umzug fast noch gar nicht ausgeräumt. Da ist noch Zeug drin. Und unter anderem Karls Geburtstagsgeschenke. Und ich habe letztes Jahr so ein Video hochgeladen, ich kann das auch mal verlinken, wo ich gezeigt habe, wo ich gezeigt habe, was Karl zum zweiten Geburtstag bekommt. Und das ist ziemlich gut angekommen. Und ich dachte, ich kann jetzt, was er zum dritten Geburtstag bekommt, auch mal zeigen. Und dementsprechend mache ich das dann in der alten Wohnung und nehme die Sachen dann mal mit her, inklusive Geschenkpapier vom Dachboden. Das ist ja jetzt noch nichts verpackt und so. Und deswegen kann ich euch das super zeigen. Und die Deko, ich habe ganz viel Deko wieder bestellt. Wenn ihr die Videos oder das Video vom letzten Jahr, ich weiß nicht, ich glaube es war ein Video, kann ich auch verlinken. Wenn ihr das geguckt habt, habt ihr gesehen, dass ich total auf so Party-Deko stehe. Keine Ahnung wieso, mir macht es richtig viel Spaß, für sowas zu dekorieren. Und jedenfalls habe ich für dieses Jahr halt neue Deko bestellt, weil es halt in einem anderen Farbstil, was auch immer, werden wird. Und die kann ich euch auch mal zeigen, ist alles noch dort. Ich bin in der alten Wohnung, habe gerade alles durchgesaugt. Ich bin jetzt hier im Arbeitszimmer, das ist nämlich noch vollständig und eingerichtet. Wenn wir mein Handy abstellen. Ich hatte gerade überlegt, hier ist ein leerer Bierkasten, ob ich mich darauf setze und der Tisch ist noch da, ob ich dann hier meine Vorlesung gucke. Das Problem ist, hier ist kein Licht mehr. Ich habe eine Lichterkette. Ja. Aber andererseits, wenn es eine Vorlesung ist, wo ich keine Kamera anmachen muss, dann kann ich auch einfach wirklich hier drin im Dunkeln sitzen. So, ich zeige euch jetzt mal Karls Geschenke. Als erstes bekommt er dieses IKEA-Schwein. Eine Supra. Er findet die total cool. Und ich habe sogar ein Kennzeichen. Ein Wunschkennzeichen. Kann man das erkennen? Auf jeden Fall steht da KARL0908, also sein Geburtsdatum. Genau, das müssen wir noch zuschalten und aufschreiben. Dann haben wir hier fette Party-Deko. Das sind, das muss ich vermutlich einblenden, das sind so Pflanzen und so Lampions und was weiß ich. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Ich will das jetzt aber noch nicht auspacken. Ich blende euch das Bild von Amazon ein. Das ist Tischdeko und die leuchtet. Ich finde die richtig schön, die kommt auch danach in sein Zimmer. Sein Zimmer ist jetzt noch gar nicht dekoriert, aber das wird bald. Also wir haben vermutlich noch so Regale von der Küche, diese Lackregale übrig. Und dann möchte ich sein Zimmer nochmal ganz umgestalten, also neu dekorieren sozusagen, anders als das alte Zimmer. Jetzt nicht anders von Farben, es bleibt schon bei diesem Grün und mit Weiß, aber auf jeden Fall möchte ich da dann unter anderem diese Lichterkette unterbringen. Dann haben wir hier noch mehr Tischdeko, also das ist so Tischkonfetti. Von dieser Pflanze sind hier auf den Luftballons, sind diese Pflanzen auch abgebildet, das sind so Dino-Luftballons und hier ist noch Schnur dazu. Genau, dann haben wir ein Feuerwehr-Uno, das war, also Tim hat sich ein Happy Meal geholt und da war das drin, also wir waren mal bei McDonald's und hatten da auch ein Happy Meal für Karl bestellt und hatten das hier ausgewählt, aber in der Filiale war das reinste Chaos und also haben die da das Falsche reingetan und das haben wir erst später gesehen, also ein anderes Spiel, der war ja traurig, er wollte unbedingt das hier haben und jetzt haben wir das
Also hat Tim das nochmal organisiert und weil er da, also er hat das schon wieder vergessen und weil er sich da, glaube ich, so drüber freuen wird, weil er sich das ja mal gewünscht hatte, kriegt er das dann zum Geburtstag. Dann haben wir hier noch einen Playmobil-Bauernhof oder Zoo, was ist das? Na, Streichelzoo. Wir nennen es Streichelzoo. Ich glaube, das ist richtig cool. Mit hier so kleinen, wie sind sie? Kleine süße, fette Meerschweinchen und all sowas. Ich glaube, das ist super. Da freut er sich, glaube ich, ziemlich, weil er ja so gern mit Tieren und so spielt. Genau. Das war's von uns. Oder ist schon irgendwas umgezogen? Ne, die vier Sachen sind von uns. So, jetzt geht's aber weiter. Wir haben nämlich dann, also alle fragen immer, ja, was sollen wir dann dem Kind schenken und sowas? Und dass er nicht zu viel Spielzeug kriegt, das ist uns auch wichtig, dass er nicht zu viel kriegt. Und Philipps Mutter, da kann ich jetzt einblenden, hat eine Duplo-Feuerwehrstation bestellt. Die hatte er sich, also er hat ja so eine Duplo-Polizeistation. Und die, da war ein Katalog bei und da hat er durchgeblättert und zeigte mir das dann, kam dann an mit der Feuerwehrstation und meinte, das wünsche ich mir. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass er einen selbstständigen Wunsch für seinen Geburtstag oder für wann auch immer, ich glaube, er hat sich einfach so gewünscht, dass er das geäußert hat, dass ich gesagt habe, okay, cool, merke ich mir und mir innerlich gesagt habe, kriegt er definitiv, weil die ist total schön, die passt zu seiner Polizeistation da wird er sich definitiv freuen, genau. Dann meine Eltern schenken einen Autoteppich, er spielt auch super gern mit Autos und ich glaube, das wird total cool. Er hat sowas vermutlich noch nie gesehen, vielleicht im Kindergarten, aber sonst hat er sowas noch nie gesehen und ich glaube, da hat er auch echt Spaß dran. Da sind auch so Feuerwehrstationen drauf, abgebildet und sowas. Und er steht ja zurzeit total auf Feuerwehr, von daher. Genau. Dann Tims Eltern schenken ihm Knete und Knetwerkzeug. Kann ich euch auch einblenden. Das haben wir von Amazon bestellt und die schenken das dann. Diese Geschenke, die ich jetzt hier gezeigt habe, also das hier und die Deko, ist von Tim und mir und Philipp, also wir schenken das einfach alle zusammen, so genau. So, wir wohnen jetzt mittlerweile fast eine Woche hier und wie ihr seht, ist hier, ich stehe schon davor, es hat sich einiges noch getan. Wir haben jetzt hier den Spiegel aufgehängt, ich habe die Lichterketten einfach nur so drüber gelegt und die kann aber eigentlich auch so bleiben. Und es hat sich noch ein bisschen was getan, dekomäßig und so weiter. Ich drehe mal die Kamera. Also zum einen steht da oben eine Feuerwehr, die hat Tim mitgebracht, die musste hier unbedingt stehen. Und zum anderen habe ich hier oben dekoriert. Ich finde das eigentlich ganz schön, so es wird ultra einstauben. In Karls Zimmer sind wir gerade am Umräumen. Wir haben den Teppich hier vorgezogen, es gefällt mir jetzt schon viel besser. Die Ecke hier hinten ist jetzt so, das hier war eine Millimeter-Sache, aber es passt. Und hier kommen jetzt die zwei Lackregale, die ehemals in der Küche waren, die kommen jetzt hier so versetzt hin. Zeige ich euch gleich und da wird dann ganz toll dekoriert. Und wir haben seit heute einen neuen Mülleimer, einen Restmülleimer praktisch. Und der ist total schön, der ist nämlich... Da kann man auch drücken. Rosa. Passt super zum Kühlschrank von der Farbe. Morgen kommen hier auch Hängeschränke, die dann hoffentlich auch morgen angebracht werden. Also geht morgen bei der Küche auch noch was vorwärts sozusagen. Also passiert auch noch was. So, einen kleinen Fortschritt sieht man schon. Ich habe jetzt hier oben noch nicht allzu viel raufgestellt, weil es war jetzt auch nicht allzu viel Deko irgendwie da. Ich versuche das nochmal irgendwie aus der Ferne mehr zu zeigen. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön schon so. Wir haben noch diese Wimpelkette. Die habe ich auf der Seite nicht mehr integriert bekommen. Die muss wahrscheinlich auf die andere Seite irgendwie. Dann ist hier noch dieses Mobile, aber ich glaube, das wird auf der Seite zu viel. Von hier so gesehen, das ist die, ich finde es echt schön. Also das ist eine tolle Ecke und da ist auf jeden Fall noch Platz für ein bisschen mehr Deko.
An der Stelle möchte ich gerne das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte Video mal unten drunter. Dann bis zum nächsten Video.